irgendwann bestimmt. Russland hat auch wieder Geld gebracht, danke dafür. Wenn auch nicht viel. Entsorgung gefährlicher Abfälle. 2000. Ich habe noch ein altes Bergwerk dort stehen, aber das ist mir gerade egal. Der Frachter hat auch nichts mitgenommen. Ehrlich, ich könnte gerade heulen. Ja, toll. Ich habe eine Blaupause für ein Büro. Super. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Es hatte... Dann muss ich wohl wieder mal eine Rede halten, obwohl ich das eigentlich vermeiden wollte. Gesundheitszufriedenheit ist jetzt bei 67, das haben wir also hinbekommen. Dann... trägt während einer Wahl nicht zur Zustimmung der Wähler bei. Ja, aber was denn? Wozu mache ich das denn, wenn hier überall steht, trägt während einer Wahl nicht zur Zustimmung der Wähler bei? Anerkennen, Gesundheitsversorgungszufriedenheit. Ja gut, wir werden das einfach anerkennen. Fraktion loben, werden wir unsere... Industriellen. Ja. Supermacht beschuldigen will ich nicht. Verbesserung versprechen. Freiheitszufriedenheit. Ja. Obwohl Sicherheitszufriedenheit ist gerade das Niedrigste. Dann nehmen wir das. Und ich muss eine Supermacht beschuldigen. Dann beschuldigen wir Russland. Die haben wir nämlich nicht mit drin. Meine Freunde, ihr seid die Auserwählten für die... Euer Präsident hört die Rufe der Kranken. Ihr sagt, es gäbe nicht genug Ärzte, um all eure Leiden zu benennen. Bald jedoch sollt ihr die Namen all eurer Krankheiten kennen. Ohne Zweifel muss Tropico wachsen. Wir verdanken den Industriellen so viel unseres Wohlstands. Sie schaffen Arbeitsplätze und Handel. Und verlangen nur wenig als Gegenleistung. Mein Volk, bei den Russen müssen wir vorsichtig sein. Es ist wahr, sie... Manche beklagen, dass Kriminelle unsere Straßen beherrschen. Pah, ich werde euch zeigen, was wahre Überwachung ist. Ihr werdet sicher sein wie eine Schildkröte in ihrem Panzer, die hier in Tropico übrigens auch als Delikatesse gilt. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin... Die Insel ist abgeschottet, Präsidente. Die Eichhörnchen sind gefangen. Ha! Ihr solltet den Ausdruck auf ihren kleinen, pelzigen Gesichtern sehen. Unbezahlbar. Einige Da jubeln sie alle. Einige Zivilisten überleben noch immer auf der Insel, aber nur dank eines gewagten Überlebensschachzugs. Sie haben neuartige Hüte mit Eichhörnchenschweif aus dem Souvenirladen gestohlen und quieken, wodurch sie nicht auffallen. Wir sollten also jetzt weiterkämpfen, um ihren Traum von Tropicoland zu erfüllen. Ist das meine Schuld, Präsidente? Habe ich versucht, Gott zu spielen? Ich hoffe nicht. Gott spielen ist die zweithäufigste Todesursache für Wissenschaftler in Filmen, nach Ausweidung durch Aliens. Da jubeln sie schon wieder. Ihr Plan hat Gott sei Dank funktioniert. Als die gefangenen Nager keine Köder mehr zu essen hatten, haben sie sich schnell gegeneinander gewandt. Die letzten beiden furchteinflößenden, übergewichtigen Eichhörnchen sind in meinem Labor eingesperrt. Wir sind sicher, aber für wie lange? Die Insel ist abgeschottet, Präsidente. Die Eichhörnchen sind gefangen. Ha! Ihr solltet den Ausdruck auf ihren kleinen, pelzigen Gesichtern sehen. Unbezahlbar.
Alle jubeln sie. Einige Zivilisten überleben noch immer auf der Insel, aber nur dank eines gewaltigen... kennen wir? Spielgewinn. Ah, okay. Wenn wir diese drei Dinge erfüllen, dann haben wir das Spiel gewonnen. Besitzen sie verschiedene Unterhaltungsgebäude. Das dürfte schnell gehen, also drei Stück müssten wir noch bauen. Erreichen sie eine durchschnittliche Spaßzufriedenheit von 70, erreichen sie gleichzeitige Touristen 300 Stück. Also, speichern. Und erst einmal Spaß bauen. Fangen wir an mit einem Kirmespier, das haben wir bisher noch gar nicht. Achso, vielleicht sollte ich hier erstmal die Straße wieder verbinden. Wie, ich darf da nicht mehr hin? Wenn ich jetzt die Straße abreiße, müsste das funktionieren, dass ich hier wieder rüberkomme? Ja, perfekt. Okay, dann brauchen wir Baracke, Landhaus, Taverne, Wasserpark. Ja, was nehmen wir denn? Unterhaltung haben wir ja sehr viel. Kirmespier hatten wir bisher noch gar nicht. Nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ja, könnte direkt hier stehen. Passt ja. Danke dafür. Dann brauchen wir noch ein Kino. Also Spaß scheint überall zu sein. Wir werden auch gleich mal gucken, wo die Spaßzufriedenheit am geringsten ist. Pause. So, Spaß, Qualität. Ist hier sehr hoch. Ich habe immer nur auf die Spaßabdeckung geguckt, aber nicht auf die Qualität. Hier ist Spaß sehr gering. Das ist alles überlaufen. Das sollten wir ändern. Das heißt, ganz kleine Gebäude, die geringfügig für Spaß sorgen, sind da nicht schlecht, so wie das Kino beispielsweise. Dass man hier nirgendwo hinbauen kann. Ich habe echt gedacht, das wäre mehr Qualität. Wir haben so viel gebaut, aber tatsächlich ist es alles völlig überlaufen. Und ich soll mehr Touristen haben. Ich muss erstmal weiter gucken nach der Spaßqualität. Die ist hier hinten auch sehr gering. Obwohl wir das Restaurant haben, aber das ist ja auch kein Spaß, dorthin zu gehen. Bauen wir jetzt noch eine zusätzliche Taverne mit hin. So, anschließend wollten wir das Kino irgendwo hinbauen. Gucken wir mal weiter nach der Spaßqualität. Hier ist sie sehr gering. Hätte ich nicht erwartet. Wir könnten hier noch ein Kino hinsetzen. So, dann kommt das damit hin. Na gut, dann muss das hinten stehen, ist auch okay. Die werden schon hinlaufen. Was brauchen wir noch? Erstmal nochmal nach der Qualität gucken. Das ist eigentlich das größte Problem. Den Rest kriegen wir hin. Na, das mit den Unterhaltungsgebäuden sieht gleich besser aus. Erreichen sie mehr Touristen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch Hotels. Dass die Leute auch irgendwo untergebracht werden können. Da wohnen Leute. Okay. Jetzt nicht mehr. Und wir könnten auch hier noch eine Taverne mit hinbauen. Gut, die Unterhaltungsgebäude werden fertig. So. Hier werden mit mal immer mehr Wohnungen gebaut. Greifen wir dem Ganzen mal vor und nehmen eine Mietskaserne. Touristen sind dazugekommen. Europäische Union gibt uns noch Geld. Das ist lieb. Immerhin 8000. Die geben mitunter das meiste. Nicht jede Nation ist mit Tropico befreundet, Fress. Nicht so, wie wir befreundet. Das will ich nicht. Dankeschön. Der Frachter hat nicht viel Geld gebracht. Das gefällt mir gar nicht.
Unterhaltungsgebäude werden immer mehr. Gleichzeitige Touristen kommen bald auf 300 und die Spaßzufriedenheit geht auch hoch. 52 von 70 haben wir. Gucken wir mal nach der Qualität. Langsamer allerdings. Ach, es sieht schon besser aus. Hier ist überhaupt kein Spaß, aber die ganzen industriellen Gebäude brauchen auch nicht so viel Spaß. Wir müssten hier noch irgendwas hinstellen. Wir bräuchten hier auch nochmal eine Wohnung. Das heißt, auch hier kommt eine Mietskaserne mit hin. Und irgendwann auch eine Taverne, die wir aber schon mal bauen können. Na, verkaufen wir auch mal wieder was? Oder stehen wir nur dumm rum? Überfälle laufen noch. Nicht genug Unterstützung. Das ist leider richtig. Nussknacker ist abgeschlossen. Gut, wir haben 5 Ruf bei den Intellektuellen dazu bekommen, Gott sei Dank. Speichern unter LP03. Jetzt müssen wir noch... Ja, Entsorgung der Abfälle, das kann ein bisschen dauern. Wenigstens wieder ein bisschen Geld bekommen, aber unsere Unterstützung sieht nicht besser aus. Wir stürzen überall ab. Ich habe mir schon gedacht, dass das zum Ende hin sehr, sehr kompliziert wird. Aber so schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt. Bekleidung ist noch unterwegs zur EU. Gold könnten wir verkaufen, Kaffee, Konserven, Mais, Nickel, Rum, Schokolade, Stoffe, Tabak, Zucker. Will keiner Boote haben? Offensichtlich nicht. Gut, dann nehmen wir schon mal das mit China. Ja, im Moment können wir nur warten und hoffen, dass es irgendwann mal weitergeht. Und noch einige Boote, die nicht verkauft wurden. Die Spaßzufriedenheit geht hoch. Gleichzeitige Touristen gehen runter. Das Hotel hier hat auch wieder weitere Leute. Die Hotels sind auch noch relativ voll. Wir haben wieder eine Blaupause bekommen, die wir nicht brauchen. Das Zentrum muss noch ein paar Schatzjagden machen. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen. Davon gehe ich auch aus. Natürlich werden die für uns stimmen, wenn es auch knapp wird. Aber wir kriegen das hin. So, Spaßqualität. Sieht schon mal besser aus, wenn auch nicht unbedingt für die Touristen. Also hier ist die Spaßqualität sehr, sehr niedrig. Wir müssen tatsächlich noch mehr für Spaß sorgen auf dieser Insel. Das war knapp, Präsident. Ach, so knapp war es gar nicht. Alles gut. Präsident, ich weiß, dass ihr immer eure... Die Sicherheitszufriedenheit geht mir eigentlich völlig gegen den Strich. Es war knapp, aber unser geliebter Präsident... Wir speichern noch einmal unter LP01... Dass wir das geschafft haben und wieder Geld haben. Unangefochtener Führer. In der Zwischenzeit wird sich die Opposition in eine kleine Hütte auf der Insel Elba zurückziehen. Und jetzt, was machen wir jetzt? Strandresort, Yachtclub, Museum für moderne Kunst. Es muss ja einen Grund haben, warum ausgerechnet die sagen, die haben zu wenig Spaß. Dort steht so viel Spaß rum. Wir könnten noch eine Schnorchelbucht bauen. Kommt denn hier mit hin? Dann bauen wir... noch ein Strandresort. Nö, das wird eigentlich nicht so häufig genutzt. Drachenfliegen ist völlig überarbeitet. Kommt dann hier noch mit hin. Oh, geht so vom Preis. Casino-Cocktailbar. Die ist auch noch in Ordnung. Da geht auch noch was. Der Yachtclub ist völlig überfordert.
Und ansonsten brauchen wir auch hier natürlich noch weitere Unterhaltung. Noch ein weiteres Fastfood-Restaurant? Nee. Stadion. Aber das wird zu teuer. Und auch zu groß. Wir könnten noch ein Kirmespier hier hinbauen oder ein Zirkus. Besucher müssen mindestens arm sein. Da geht die Nahrungszufriedenheit hoch, bietet Spaß für besuchende Bürger. Ein Feuer wütet in Tropico. Ich hoffe, dass die Feuerwehr auch dorthin fährt. Wenn nicht, sind die gleich alle tot. Achso, ihr habt nicht mal ein Umspannwerk. So, jetzt müsste es funktionieren. Jetzt können auch die Touristen dorthin gehen. Spaßqualität geht jetzt auch höher. Das ist auch völlig überlaufen, dieser olle Kinderpark. Der Wasserpark. Vielleicht sollten wir da auch nochmal einen neuen bauen. Ja, wir stellen hier jetzt auch noch einen hin. Präsidente, lieben Sie. Das kriegen wir hin. Saft kann ich exportieren. Spaßzufriedenheit ist jetzt bei 55 von 70, immer noch nicht besser. Erreichen Sie gleichzeitige Touristen 300, dafür fehlen uns noch einige Hotels. Ich will keine Überfallpunkte, verdammt noch eins. Hier ist noch alles in Ordnung soweit. Hier wohnen auch die Leute. Wir verkaufen nicht viel. Unsere Beziehungen sind, ja, eingefroren, kann man so sagen. Und wir müssen die 70 erreichen. Hier wohnen noch genug Leute. Da wohnen auch Leute. Bekleidung ist abgeschlossen, danke dafür. Boote an die USA, das ist doch super. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen. Danke. Wir könnten auch bei ihm jetzt ein bisschen was eintauschen. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Ich nehme auf jeden Fall das überzeugende Gespräch. Und damit könnten wir die EU zufriedenstellen. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen, Präsidente. Aber ich fürchte, dass wir ein Problem mit Ihrem Papierkram haben. Es gibt einfach nicht genug davon. Ja, passiert. 5000 haben wir dazu bekommen, immerhin. Unsere Beziehungen sehen besser aus. Die 5000 nutze ich, um jetzt auf 13.000 zu sein. Danke dafür. Verursachen Smartphones mit Fruchtlogo Krebs? Eine offizielle Stellungnahme des Palasts meint, dass sich niemand in Tropico ein Telefon mit Frucht... Bla bla bla. LP02 speichern. ...Fruchtlogo leisten kann. Warum sich also Sorgen machen? Das Handy. Modernes Wunder, öffentliches Ärgernis oder Krebserreger? Teilt Kanal Uno eure Meinung mit. Die Leitungen sind offen. Ja, die Spaßabdeckung ist gut, aber die Spaßqualität sieht hier immer noch schlecht aus. Warum? Was kann ich denn noch großartig tun für euch? Eine Spielhalle könnte ich noch mit hinmachen. Achterbahnstadion ist rein finanziell gar nicht drin. Museum der modernen Künste. Boah, wir sind jetzt erst bei 56 von 70. Das dauert noch ewig. Bis dahin könnte ich sogar noch zwei oder drei Polizeistationen
hinsetzen. Hier sind jetzt auch gar nicht so viele drin. Die USA mögen uns am liebsten. Wir haben wieder Geld. Wartet, dann speichere ich jetzt. Ich nenne das anders. Neuer Spielstand. Ich nenne es Polizei bauen. Einfach nur, dass ich jetzt wirklich von dem Geld Polizeistationen errichte. Und wenn das dann nicht reicht, um eben unsere Wahlversprechen zu erfüllen, dann müssen wir irgendwas anderes tun. An dieser Stelle mache ich einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.